Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop verkaufe. Zurzeit bin ich auf der Suche nach Vintage-Schmuck aus den 70er Jahren. Oftmals passt dieser Style sehr gut zur Sommermode. Ich freue mich schon sehr auf den Sommer und bin gespannt, was ich heute finde. Goldschmuck und die 70er Jahre. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Hier habe ich eine ganz flache, große Gliederkette. Eine Marke sehe ich gerade nicht. Sehr schöne Kette. Also ich finde sie ganz toll. Sie ist ganz flach und diese Kettenglieder sind doppelt, trotzdem noch gewellt, legen sich sehr schön an. Eine tolle, elegante Collierkette. Gefällt mir sehr gut. Toll. Oh, hier. Das sieht doch sehr gut nach dem Armband dazu aus. Nee, das hat auch leider keine Marke. Noch das passende Armband mit einem auch ganz tollen flachen Verschluss. Sehr schön. Dann haben wir hier so ein kleines Kristallarmbändchen. Das ist neuer. Das ist nicht aus den 70ern. Schön glitzerig mit Aurora Borealis. Dann habe ich hier nochmal ein Armband. Marke gibt es wieder keine, aber sehr interessante Glieder auch wieder, wie so ein V. So etwas hatte ich schon mal von Napier gefunden. Ne, hier ist aber keine Marke. So, dann nehme ich mal hier die Perlenkette, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Die Perlenkette. Hat hier vorne so wie so eine Blüte gestaltet aus den Perlen. Also so eine Statementkette, wahrscheinlich auch aus Ende der 60er. Ein sehr schöner alter Verschluss. Und schön leicht ist die Kette, also das lässt mich auf die 60er Jahre schließen. Auch das Metall hier an der Schließe ist wieder so geriffelt. Auch ein Indiz auf die 60er Jahre. Dann haben wir hier so eine geflochtene Kette, hier hängt ein Markenzeichen dran, ein M. Ein sehr schön gestaltetes M. Also ich weiß nicht, zu welcher Marke dieses Markenzeichen gehört. Aber es sieht nach einem Markenschmuck aus. Die Qualität ist sehr schön. Die Stränge sind auch so geriffelt und dann geflochten. Sehr schön vintage aus. Das gefällt mir gut. Sehr gut. Toll. Sieht so aktuell aus zu der Mode zur Zeit. Sehr schön. Dann habe ich hier, oh, das mag ich gerne. Das sieht doch auch sehr schön elegant aus. Mehrere Stränge. Diese Kette, ich glaube, die heißt Fuchsschwanzkette, wenn mich das nicht alles täuscht. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mich da irre. Und sehr, sehr schöne Halskette. Mag ich sehr gerne. Mehrere Kettenstränge. Und auch der Verschluss ist so richtig schön. Schön elegant. Ja. Sehr hübsch. Tolle Halskette. Dann. Aha, hier habe ich noch etwas Älteres, wie mir scheint. Hier.
Eine tolle Halskette, also beweglichen Kettengliedern. Also das wurde ja früher auch meisterlich gemacht. Diese Ketten, die legen sich so schön um den Hals. Hier sehe ich eine Marke, das ist Sarah Coventry. Sehr schönes Markenzeichen. Nee, das ist nicht Sarah Coventry, das ist Emmons. Kam mir doch so verdächtig vor, hier das E mit der Krone drauf. Und Emmons gehörte ja auch zu Sarah Coventry. Also dieses Collier ist von Emmons. Und das ist aus den frühen 60er Jahren oder vielleicht sogar Ende der 50er Jahre. Sehr hübsch. Dann habe ich hier eine sehr lange, sehr goldene Kette. Das könnte man sogar vielleicht als Gürtel tragen. Naja, wenn man eine sehr schlanke Taille hat. Oder eben eine sehr schöne lange Halskette mit diesen Quasten dran aus Ketten. Also das ist wirklich super 70er. Die finde ich ganz toll. Sehr, sehr schön, diese Perlenelemente so aus Metall. Dann die vielen verschiedenen Kettenstränge. Ja, also mehr 70er geht nicht. Das ist wirklich toll. So, das ist schon mal ein Highlight. Dann sehe ich hier auch was Schönes. Ein Kunststoff, der so ein bisschen auf Bernstein getrimmt ist, auch mit tollen verzierten Perlen dazwischen. Und vorne, das ist auch so eine ganz lange Quaste, die auch so schön verziert ist. Ja, das ist toll. Sehr, sehr toll. Gefällt mir sehr gut. Also dieses ist auch so eckig, dieses goldene Element. Sehr hübsch aus. Dann das hier ist, glaube ich, etwas Neues. Zu neu für mich. Und das ist sowieso ein Meshgewebe. Also der Look ist toll, aber ich wünschte, es wäre etwas älter. Dann haben wir hier eine Kunststoffkette, auch wieder ein Bernsteinimitat, aber eine sehr lange Kette. Und auch wieder mit diesem schönen alten Verschluss. Also das finde ich schon wieder sehr schön. Dann haben wir hier einen Armreif mit einem Scharnier. Hier ist eine Marke drin, ich schau mal. Cookie Lee. Cookie Lee ist eine Marke von heute. Also sehr alt wird der Armreif nicht sein, aber sehr schön gemacht mit den Perlen und der braunen Emaille. Und auch toll angeformt. Also ich finde, dass diese Armreifen auch immer sehr gut sitzen. Sie stören einen nicht beim Tragen. Dann haben wir hier eine Vintage-Kette, eine Perlenkette mit gelben Kunststoffsteinen, die einen Kristall imitieren und tollen durchbrochenen Metallperlen. Diese Tropfenperlen sind sehr schön. Ja, eine sehr schöne Modekette. Sehr hübsch aus, gefällt mir. Und das hier, das sieht sehr einfach aus, es ist aber toll, weil das sind Metallkugeln in Gold. Das finde ich immer sehr schön, so als um das mehrfach zu tragen. Das sieht dann ja heute sehr aktuell aus.
Dann haben wir hier ein Armband, ein sehr altes Armband mit so interessanten eckigen Gliedern. Ein bisschen ist das Gold schon abgenutzt. Dann habe ich hier noch eine kleine Tüte. Hier haben wir eine schöne alte Brosche, komplett in Metall mit gebürsteten Metallelementen. Toll ist die. Also das sind auch die 60er Jahre, denke ich. 60er, 70er, sehr schön. Dann ist das hier eine Brosche als Zweig. Leider fehlt hier eine Perle. Sonst sieht das, die Brosche sehr schön nostalgisch aus, gefällt mir auch gut. Dann sind das hier Clips. Und keine Marke. Nee. Tolle 60s Clips mit auch diesem gebürsteten Metall in Gold und Kunststoffperlen. Toll, eine ausgefallene Farbe. Finde ich sehr gut. Schön. Dann habe ich hier eine Brosche. Ja, auch sehr schön im 60s Look. So, gut, zeige ich das mal. Mit Strassstein und gebürstetem hellen Goldton. Toll, typisch. Typisch 60s. Und dann sind das hier, das sind scheinbar Ohrringe. Hier ist auch der zweite. Ja, toll. Da ist praktisch der Verschluss, ist an einer kleinen Kette befestigt. Das hat sich etwas verdreht. Ja, so. Toll. Wie ist so... Perlenkreolen. Allerdings glaube ich, die sind schon etwas neuer. Aber ein toller Ohrring, gefällt mir auch. Dann habe ich hier eine sehr alte Brosche. Marken sehe ich keine. Und die ist schon sehr alt. Also dieser Haken hat keinen Sicherheitsring. Und auch dieses Muster, das da drauf graviert ist, also das sieht aus, als könnte diese Brosche schon 100 Jahre alt sein. Schön. Oh, das ist schön. Dann habe ich hier eine Art Insektbrosche. Insekt oder eine Fliege mit Strassstein und Perlen. Und das könnte ein künstlicher Stein sein. Sehr hübsch. Die mag ich. Was haben wir hier? Mal wieder was für die Haare. Das verführt mich auch immer dazu, so ein Schmuckpaket zu kaufen, wenn ich Haarschmuck darin sehe. Das sind so zwei kleine Metallkämme. Die sind an drei Ketten angebracht, naja, um sich eine kreative Hochsteckfrisur zu machen. Sehr schön. Ein ganz heller Goldton. Toll aus. Dann habe ich hier so ganz kleine Ohrringe. Da muss ich jetzt mal mit der Lupe schauen, ob ich da was finde. Auf diesen Verschlüssen steht, ist ein Stempel mit 585er Gold. Auf dem Ohrring selber habe ich jetzt nichts gefunden. Aber der Stein ist so ganz hell fliederfarben. Also sie sehen echt aus. Das wäre ja mal was.
Also das muss ich noch mal einen Säuretest machen, ob das wirklich Gold ist. Dann wäre das ja, dann hätte ich mal wieder Gold gefunden. Kriege ich immer Dislikes auf die Videos, wenn ich Gold finde, aber ich meine das eigentlich auch eher ironisch. Hier ein Ohrclip im 80er, 90er Jahresstyle. Nee, keine Marke, aber so ein sehr cooles Design. Das Metall ist so wie gehämmert und dieses Schmuckelement ist in Silber. Ja, finde ich sehr gut. Hat was. Dann habe ich hier so kleine Hänger. Keine Marke. Das Metall ist auch gebürstet mit kleinem Kristallstein dran. Und dann ist das hier eine Brosche ohne Marke. Das ist, glaube ich, eine falsche Koralle. Und diese Blätter sind auch irgendwie beschichtet mit so einer Art Glitter. Und der Look ist auch sehr, ich denke schon, die ist alt. Toll aus. Dann, das hier ist wieder was Neueres. Sieht man schon alleine an diesen Verschlüssen. Aber die Ohrringe sehen sehr interessant aus. Das sind so bunte Strasssteine in Rot und Blau und hier so ein Amber und mit einer Tropfenperle. Schön, die gefallen mir. Und dann habe ich hier mal wieder, da gucke ich erstmal unter der Lupe. Nee, keine Stempel gefunden. Also das ist eine sehr kleine Gemme und die scheint auch echt zu sein. Und dann sind hier nochmal so Hängerohrringe. Die könnten aus den 80ern sein. Die haben wieder diesen Jugendstil-Look. Aber man sieht, dass sie nicht wirklich richtig alt sind. Aber aus den 80ern sind die, denke ich schon. Also die finde ich auch toll. Ja, also am allerbesten, muss ich euch sagen, fand ich dieses Teil hier. Weil das hat für mich exakt diese 70er Jahre Aussage, wie ich sie gesucht habe. Und auch diese Halskette hier. Kunststoff, aber toll umgesetzt. Und ich finde dieses hier auch sehr elegant und sehr hübsch. Dann finde ich diese Ohrclips toll. Und auch wegen dieser ausgefallenen Farbe. So rum sind sie. So. Diese Brosche finde ich toll. Diese Ohrclips finde ich auch sehr gut. Die sind, denke ich, aus den 80ern. Die haben auch so was ganz Cooles und heute auch Modernes. Und dann finde ich diese Bienenbrosche, Insektenbrosche toll. Ja, und ich bin sehr gespannt, ob das Goldohrringe sind. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und schaut bald wieder rein. Bis bald!